Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit Peter Pilz, Medienunternehmer, muss man sagen, jetzt nicht mehr Politiker und Buchautor. Und mit dem Buch, das Sie geschrieben haben über Sebastian Kurz, sind Sie mittlerweile seit 3 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Haben Sie sich das erwartet, dass das so einschlägt? Naja, ich habe mir schon gedacht, dass großes Interesse besteht. Und ich habe dieses Buch auch ganz bewusst für Sebastian Kurz geschrieben, damit er mal lesen kann, was mit ihm wirklich los ist. Weil auf diesem Buch steht ja nicht zufällig Kurz ein Regime. Es geht nicht darum, den Bundeskanzler anzupatzen. Es geht nicht darum, zu schreiben, wie schlecht Sebastian Kurz ist und wie wenig ich ihn leiden kann. Da wäre ich mit einer halben Seite fertig. Sondern es geht darum, zu beschreiben, was mit Österreich in diesen 4 Jahren Kanzlerschaft Kurz wirklich passiert ist und wie langsam aus einem demokratischen Rechtsstaat ein Unrechtsregime wird, in dem die Pressefreiheit eingeschränkt wird, die Justiz an die Leine genommen wird, die Polizei politisch missbraucht wird und immer öfter kriminelle Delikte von Mitgliedern der Bundesregierung begangen werden. Und das ist schon was Außergewöhnliches, weil wir haben uns dann gewöhnt, in Österreich in einem Rechtsstaat und in einer freien Gesellschaft zu leben. Und nur weil sich die ÖVP einbildet, die Macht um jeden Preis behalten zu müssen, werden alle gut getrennten Staatsmachten miteinander verschmolzen und eine Partei kontrolliert alles. Wie in Russland, wie in der Türkei, wie in Ungarn, wie in Slowenien, so soll es auch in Österreich sein. Aber ich habe eben versucht, nicht irgendein akademisches Buch zu schreiben, sondern ich habe versucht, dieses Buch so zu schreiben wie einen Krimi, dass die Leute sich gemeinsam mit mir auf eine politische Reise begeben können und mitverfolgen können wie eine Buberlpartie, vor der es sogar dem Jörg Haider gegraust hätte. Wie eine Buberlpartie aus der jungen ÖVP, hochprofessionell den Machtkampf vorbereitet, einen Giftschrank gegen alle politischen Gegner im Keller hat, wo man sich bedient und das Gift einsetzt und dann mit einem Koalitionspartner nach dem anderen dieses Land zum Negativen verändert. Und ich habe versucht, das so spannend wie möglich zu schreiben, damit die Leute merken, das ist nicht irgendeine politische Geschichte, das ist ein Fall. Das ist fast ein Kriminalfall, den wir alle gemeinsam lösen müssen. Und im Mittelpunkt dieses großen Falles steht der Herr Kurz, einer der übelsten Kanzler, den Österreich jemals gesehen hat. Und in diesem, wie Sie es ausdrücken, Kriminalfall, sehen Sie sich quasi als Chefermittler, oder? Naja, ich habe ja viel in meinem Leben untersucht und ich habe gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen über 30 Jahre im österreichischen Nationalrat dafür gesorgt, dass kontrolliert wird, dass Machtmissbrauch kontrolliert wird und dem entgegengetreten wird. Das geht von Lucona und Noricum bis rauf zu Eurofighter und vielen anderen Skandalen. Ich mache das jetzt als Journalist, weil es wichtig ist, dass es freie und unabhängige Medien gibt, wo nicht, wenn irgendwas Kritisches steht, plötzlich das rote Telefon klingelt und auf der anderen Seite heißt es Fleischmann oder Kurz, was büten Sie sich ein, ab morgen gibt es keine Inserate mehr. Das ist bei uns nicht möglich. Bei uns, wenn ich sage uns, dann heißt das bei zackzack.at, meiner Online-Tageszeitung, weil wir kein einziges Regierungsinserat haben. Und ich bin mir völlig sicher, dass das Österreich auch einmal schaffen wird. Naja, wir berichten ja auch unabhängig, sonst wären Sie heute nicht hier, glaube ich, oder? Ich beschwere mich auch überhaupt nicht. Vielleicht noch zu dem Buch, bevor wir auf den Inhalt eingehen, Herr Pilz. Wie viele Stück haben Sie verkauft mittlerweile von dem? Ich weiß jetzt noch nicht die Verkaufszahlen, dazu ist es zu früh. Aber wir haben unser Verlag, mein Verlag, Gremian Scherio, hat bereits die 2. Auflage gedruckt. Es sind 20.000 Stück an die Buchhandlungen ausgeliefert worden. Und rein kulinarisch gesagt,
das Buch verkauft sich zum Glück wie die warmen Semmeln. Ich komme zwischendurch jetzt immer wieder nach Wien in mein Büro bei Zack Zack und sitze mindestens immer den halben Tag, um Bücher zu signieren. Glauben Sie mir, das ist ein gutes Gefühl, dass es so viele Menschen in Österreich gibt, die wissen wollen, was in dem Land wirklich passiert. Warum funktioniert das Ihrer Meinung nach so? Ich meine, 3 Wochen Platz 1 der Bestsellerliste, das ist ja schon was. Warum interessiert das Ihrer Meinung nach so? Ich hab da was erlebt, was mich selbst überrascht hat. Das ist ja nicht das erste Kurzbuch, muss man sagen. Gab es ja schon ein paar in der Vergangenheit. Nein, aber ich bin jetzt gerade wieder zum Beispiel in der U-Bahn auf der Fahrt in Ihre Redaktion darauf angesprochen worden, von einer Frau, die gesagt hat, Herr Pilz, ich bin so froh, dass Sie das Buch geschrieben haben. Ich kann diese Regierungspropaganda in ORF, im Kurier, in der Presse, in anderen Zeitungen nicht mehr hören. Ich bin so froh, dass ich endlich einmal lesen kann, wie es wirklich ist. Und das ist ganz wichtig, weil eine demokratische Öffentlichkeit lebt von Tatsachen. Ich habe nichts anderes getan, als eine Tatsache nach der anderen zu schildern. Wie diese Gruppe sich vorbereitet hat, wie sie generalstabsmäßig einen Plan gemacht hat zur Machtübernahme, wie sie den SPÖ-Kanzler fertig gemacht hat, wie sie den ÖVP-Vizekanzler und Parteichef, den Reinhold Mitterlehner, auf eine noch viel miesere Art fertig gemacht hat. Und dann kommt das Entscheidende und Spannende. Wie sie den Geheimdienst übernommen hat, die Polizei übernommen hat, ein System in der Justiz übernommen hat und ein Medium nach dem anderen gleichgeschalten hat mit Druck und mit Regierungsmillionen. Und jetzt sind wir an diesem heiklen Punkt. Es gibt gerade noch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da können wir uns wirklich bedanken, die dem standhält. Und vielleicht eines der spannendsten Kapitel, das viele noch nicht so genau in den Medien gelesen haben, ist das über die Kriminalpolizei. Sie wissen ja, der Fall der organisierten Justiz, darüber ist auch in Ihren Medien ausführlich berichtet worden, was da alles passiert ist. Billner-Check, SMS und so weiter. Was viel weniger bekannt ist, ist, dass die übleren Vorgänge wahrscheinlich im Bundeskriminalamt und bei der Kriminalpolizei und ihrem Chef, dem Herrn Andreas Holzer, stattfinden. Und was die Menschen nicht wissen und was ich detailliert beschreibe, ist, dass die Soko Ibiza eine Soko Türkis ist, die nur gegen die Freiheitlichen ermittelt hat und dieser Eindruck ist gut begründet, die ÖVP geschützt hat, eine Soko, das muss man sich einmal vorstellen. Und das geht so weit, dass das Innenministerium sich nur auf politische Gegner konzentriert und vergisst, das Land vor dem Terrorismus zu schützen. Wir haben jetzt einen türkisen Innenminister, der persönlich und politisch dafür verantwortlich ist, dass aufgrund der mehr als Schlamperei der österreichischen Polizei und der Geheimdienste Tote bei terroristischen Anschlägen gibt. Und das alles deswegen, weil es unter Kurz nur noch um eine Form von Sicherheit geht. Sicherheit für den Kanzler, Sicherheit für den Innenminister, Sicherheit für die eigene Partei. Und was mit Österreich passiert, ist diesen Herrschaften vollkommen wurscht. Sie haben jetzt gerade die Justiz angesprochen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da wissen wir, da gibt es derzeit ein Verfahren gegen den Bundeskanzler wegen des Vorwurfs der Falschaussage, des Verdachts der Falschaussage. Und da hat eigentlich, muss man sagen, ihre einstige Entdeckung, müsste man ja fast sagen, die Alma Sadic war ja am Anfang bei der Liste Pilz dabei, ist mittlerweile Justizministerin bei den Grünen. Dann entschieden, beziehungsweise Justizministerium, um es genau zu sagen, dass Sebastian Kurz von Verfahrensrichter befragt wird und nicht von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie haben das heftig kritisiert. Wie ist es Ihrer Meinung nach dazu gekommen und warum hat die Alma Sadic das zugelassen? Sie müssen sich einmal vorstellen, eine Justizministerin und ich glaube, sie ist im Grunde eine engagierte und juristisch sehr gebildete Ministerin, steht da vollkommen alleine. Der Bundeskanzler, die gesamte ÖVP, der gesamte Apparat, und das ist ein Riesenapparat, machen Druck auf sie und sagen, Alma, lass es bleiben. Den Kanzler greift man nicht an, weil es die eigene Justizministerin. Und von der eigenen Partei, von den Grünen, hat sie nicht sehr viel Unterstützung, leider. So,
In dieser Situation hat sie ein paar Mal nachgegeben. Aber das heißt nicht, dass sie kapituliert hat. Ich glaube auch nicht, dass sie kapitulieren wird. Sie ist, befürchte ich, zu schwach, um die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wirklich so zu unterstützen, wie es notwendig wäre. Aber ich bin mir völlig sicher, Alma Sadic würde niemals ein Verfahren gegen den Bundeskanzler Kurz niederschlagen. Und da kommen wir jetzt zum heiklen Punkt der Innenpolitik im nächsten Jahr. Ich versuche das auch im Buch zu beschreiben, weil es sind zwei Entwicklungen möglich und sehr wahrscheinlich. Die erste ist eine österreichische. Österreichische Entwicklung heißt, es gibt nicht nur eine Anklage wegen möglicher falscher Zeugenaussage gegen Sebastian Kurz, sondern, und da wird es ja gefährlich, möglicherweise eine große Anklage wegen Amtsmissbrauch, Bestechung, Bestechlichkeit, eine große Ibiza-Anklage. Da könnte sich ein für Kurz eminent gefährlicher Strafprozess über Jahre hinziehen und seine Kanzlerschaft demolieren. Alma Sadic ist sicher nicht die Justizministerin, die eine mögliche Anklage in diesem Bereich niederschlägt. Also muss Kurz, wenn er politisch überleben will, möglicherweise die Justizministerin austauschen. Und das geht nur über Neuwahlen. Und das ist durchaus möglich, dass, weil es um den Kopf von Kurz geht, wir nächstes Jahr Neuwahlen haben. Das heißt, Sie rechnen mit Neuwahlen nächstes Jahr? Ich halte es für immer wahrscheinlicher, weil schauen Sie, was bleibt denn dem Kurz über? Ein Studienabbrecher, der nichts gelernt hat, nichts kann und von nichts eine Ahnung hat, außer die Macht zu erhalten, alle einzuschüchtern und den Rest zu kaufen. Wenn der nicht mehr Bundeskanzler ist und zum Arbeitsmarktservice geht, die schütteln ja alle durch den Kopf und sagen, Herr Kurz, schauen Sie, ob Sie weiter studieren können. Wir wissen nicht, wo wir schon finden. Also, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt sage ich Ihnen eins. Hand aufs Herz. Würden Sie den Sebastian Kurz bei Österreich anstellen? Hand aufs Herz. Wenn Sie ehrlich sind, sagen Sie, ich weiß nicht, ob er es kann. Ich nehme lieber, wenn der eine ordentliche Ausbildung hat. Und da haben Sie vollkommen recht. Die zweite Geschichte ist die internationale Geschichte. Unterschätzen Sie die nicht. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Angela Merkel bald nicht mehr deutsche Kanzlerin ist. Und in der CDU und in der CSU, weil der Herr Laschet ist ja eher eine Laschet-Nummer, da wird irgendwas passieren. Und wenn die sehen, dass trotz aller Strafverfahren Sebastian Kurz mit der Urbanisierung, mit also einem Regime in Österreich durchkommt, dann werden Leute in der CDU und in der CSU in Berlin und in München sagen, das könnte man eigentlich auch, weil so gut wie der Kurz sind wir alle dabei. Weil der Markus Söder aus München kann jederzeit, wenn er will, ein Kurz zum Quadrat werden. Der ist wesentlich qualifizierter und eine wesentlich stärkere Persönlichkeit. Wenn Österreich Deutschland wieder ansteckt, dann passiert was. Weil Österreich kann in Europa nicht viel Schaden anrichten. Aber ein Kurzmodell in Deutschland ist das Ende der deutsch-französischen Achse und der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Und deswegen ist der Kurzcluster in Wien etwas, was für ganz Europa gefährlich ist. Sebastian Kurz ist potenziell der Superspreader der Europäischen Union. Sie sprechen ja immer wieder von Urbanisierung und Ihr Buch trägt ja auch den Untertitel Das Kurzregime. Aber ist das nicht doch sehr polemisch ausgedrückt? Weil ich meine, wir haben zum Glück eine Demokratie in Österreich, wir haben eine Medienfreiheit in Österreich. Wie gesagt, sonst würden wir hier nicht sitzen, Sie könnten nicht Ihr Portal betreiben, wir könnten nicht unseren Fernsehsender und unsere Medien herausgeben. Ist das nicht alles ein bisschen weit hergeholt? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wissen Sie, Herr Fellner, bevor ich Abgeordneter war, und ich war 33 Jahre Abgeordneter, war ich Wissenschaftler. Und ich bin es gewöhnt, solche Sachen sehr genau zu analysieren. Und die erste Frage, die sich mir da stellt, was ist ein Regime? Im Gegensatz zu einer Regierung eines demokratischen Rechtsstaates. Ein Regime ist, wenn die sorgfältig getrennten Staatsgewalten, die unabhängige Justiz,
die unabhängige Gesetzgebung im Parlament und die unabhängige Verwaltung mit der Regierung alle miteinander verschmolzen werden, die Trennlinien beseitigt werden und eine Partei und ein Führer die gesamte Macht übernehmen. Da beginnt ein Regime, und Sie haben es vollkommen recht. Ein Regime heißt noch nicht Diktatur. Das geht dann noch viel weiter. Zum Glück, da sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz vorhat, das Parlament in Österreich auszuschalten. Aber wenn er die Medien kontrolliert, die Justiz kontrolliert, die Polizei kontrolliert, Geheimdienst kontrolliert, dann können die paar Oppositionsabgeordneten im Untersuchungsausschuss oder im Plenum des Nationalrates erzählen, was sie wollen. Es hört sie niemand mehr. Und so beginnen Regimes. Schauen Sie nach Budapest, da ist genau das passiert. Und diese Geschichte erzähle ich eben im Buch. Was Viktor Orban schon geschafft hat, was Sebastian Kurz auf den Spuren von Viktor Orban plant, und wie erstaunlich weit er in Österreich schon gekommen ist. Aber muss man nicht sagen, von einer Machtübernahme in der Justiz ist die ÖVP und Sebastian Kurz weit entfernt, weil es gibt zig Verfahren derzeit gegen die ÖVP, es gibt sogar ein Verfahren gegen den Bundeskanzler. Also, dass die ÖVP die Macht in der Justiz hätte, das stellt sich momentan eher anders dar, würde ich sagen, oder? Ja, da haben Sie ja vollkommen recht. Ich habe da ein Kapitel, ein langes Kapitel geschrieben, das Kapitel 12, der Angriff auf die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ab der Seite 190. Und da habe ich detailliert Tag für Tag beschrieben, wie die ÖVP Kurz und seine Mittäter die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angreifen und vernichten wollen, ruinieren wollen, ausschalten wollen. In dem Buch steht zum ersten Mal, dass in der Nacht des Ibiza-Videos, Sie können sich daran erinnern, wie das Ibiza-Video im Mai 2019 plötzlich aufgetaucht ist und alle darüber berichtet haben. In derselben Nacht von den Spitzen, den türkisnahen Spitzen der Justiz, ein Vernichtungsschlag gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorbereitet worden ist. Ich weiß noch damals, die tadellosen und engagierten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der WKStA haben damals nicht gewusst, ob nicht innerhalb von Stunden Beamte bei ihnen stehen, ihre Handys beschlagnahmen, ihre Büros durchsuchen und möglicherweise in der WKStA erste Verhaftungen vornehmen. Und warum? Weil ganz offensichtlich verhindert werden sollte, dass die WKStA hier in alle Richtungen, auch in die türkise Richtung, ermittelt. Und das beschreibe ich im Buch ganz detailliert. Es ist ein historisches Glück, dass in Österreich eine Handvoll Staatsanwältinnen und Staatsanwälte diesem Druck nicht nachgegeben hat, dieses Risiko ausgehalten haben und weitergearbeitet haben, trotz Sebastian Kurz und trotz ÖVP. Wir verdanken diesen engagierten Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sehr, sehr viel. Unser Rechtsstaat wäre zum Teil schon in Trümmern, wenn dieser Angriff von Kurz auf die WKStA nicht gescheitert wäre. Jetzt sagt die ÖVP ja immer wieder, sie hätten einen Verfolgungswahn und würden einen persönlichen Rachefeldzug gegen Sebastian Kurz führen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Wenn solche persönlich unqualifizierten Vorwürfe kommen, ist es meistens ein Zeichen beginnender Panik. Sie sehen ja, Parteien, die nichts zu befürchten haben, argumentieren im Regelfall sachlich. Und ich habe der ÖVP und Kurz immer vorgeschlagen, lassen wir die Tatsachen sprechen. Glauben Sie mir eines, wenn nicht jede der Tatsachen in diesem Buch bis zum letzten Punkt und Beistrich beweisbar wäre, würde ich schon vor Gericht stehen. Sie haben noch keine Klage bekommen? Nein. In dem Buch? Nein. Wenn eine Klage kommt, ich freue mich nicht über Klagen, aber dann weiß der Bundeskanzler genau, was passiert. Dann sehen wir uns, so wie im Fall Benko, vor Gericht wieder und dann droht Sebastian Kurz das, was für ihn möglicherweise das Schlimmste auf der Welt ist. Die Wahrheitspflicht.
Und dann sitzt der Kanzler da und dann sitze ich da und dann führe ich die Befragung persönlich durch. Und glauben Sie mir, der Herr Kurz überlegt sich ganz genau, ob er dieses Risiko eingeht, ein Buch, wo jede Tatsache beweisbar ist, zu klagen. Jetzt ist es ja so, die ÖVP regiert nicht alleine, sie sitzt mit den Grünen in der Regierung, ihrer ehemaligen Partei. Wie enttäuscht sind Sie eigentlich von den Grünen, dass die der ÖVP da so die Stange halten? Das habe ich bereits zum Glück hinter mir. Eine Zeit lang war ich wirklich enttäuscht. Ich werde jetzt einmal genau nachschauen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch eine grüne Partei gibt. Ich glaube, dass 2019 in aller Stille die grüne Partei der ÖVP beigetreten ist und jetzt dort der Ökobund ist. Also die dürften gleichberechtigt mit dem Seniorenbund sein. Die werden auf jeden Fall werden sie so behandelt. Als Ökobund der ÖVP hat man natürlich nichts zum Reden. Und man sieht jetzt auch, dass es immer mehr Leute bei den Grünen gibt, und da gibt es viele, viele gute Leute, nach wie vor, engagierte Leute, die nicht korrupt sind, nicht die Spiele der Parteispitze mitspielen. Da zeigt jetzt der Fall Birgit Hebein, dass jetzt auch Spitzengrüne an einen Punkt gelangen, wo sie sagen, es geht nicht mehr. Und da wird es gefährlich. Ich glaube, dass die Grüne Partei unter Werner Kogler, unter Sigi Maurer und unter dem Parteichef Stefan Wallner, weil das der Kabinettschef von Kogler ist ja der eigentliche Parteichef, das wissen nur die Leute nicht, in einer sehr gefährlichen Situation ist. Und das ist das Vampirmodell von Sebastian Kurz. Wenn Sebastian Kurz und seine türkise ÖVP mit wem eine Koalition eingehen, dann schauen Sie zuerst einmal den Koalitionspartner an, sagen, ah ja, ca. 7 Liter Blut, das haben wir in 2 Jahren auszuzelt. Momentan dürften da noch 2-3 Liter drin sein. Und wenn die Grünen ausgezuzelt sind, dann müssen sie damit rechnen, einfach weggeschmissen zu werden. Das ist sehr, sehr schade, weil in Zeiten einer Klimakrise brauchen wir eine starke grüne Partei. In Zeiten massiver Menschenrechtsverletzungen brauchen wir Grüne. Und in Zeiten wuchernder türkiser Korruption brauchen wir auch eine politisch saubere grüne Partei. Und jeder von uns spürt, wie sehr die echten Grünen in Österreich jetzt fehlen. Aber Sie kennen den Werner Kogler ja sehr gut. Sie haben jahrzehntelang mit ihm eng zusammengearbeitet bei den Grünen, haben die Partei ja gemeinsam auch mitbegründet. Was ist Ihrer Meinung nach in den Gefahren? Warum hält dann dieser Koalition Ihrer Meinung nach fest? Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Sie noch bei den Grünen wären, würden Sie diese Koalition sofort aufkündigen. Selbstverständlich. Ich hätte auch nie einem derartigen Regierungsübereinkommen zugestimmt. Ich habe es für richtig gehalten, dass diese Regierungsverhandlungen stattfinden, weil es ja wichtig war, dass es in der Regierung eine Alternative zur Freiheitlichen Partei gibt. Aber was da rausgekommen ist, das war jämmerlich. Schauen Sie, Herr Fenner, ich tue mir wirklich schwer. Da sitzt der Sebastian Kurz am Motorrad. Daneben sitzt im Beiwagel der Werner Kogler, hat einen lustigen Hut auf und macht immer Brumm, Brumm, Brumm und tut so, als würde er im Beiwagel lenken. Das klingt kindisch, aber es ist ein vollkommen absurder Zustand. Er gibt die Richtung nicht vor, er gibt das Tempo nicht vor. Das Einzige, was das Beiwagen mit dem Werner Kogler zusammenbringt, ist, wenn der Kurz einmal stehen bleibt, fällt das Motorrad nicht um. Das ist die einzige Funktion von Werner Kogler und den Grünen. Das kann es doch nicht gewesen sein. Dafür haben wir doch nicht vor 35 Jahren die Grünen gegründet. Und ich sage Ihnen, an den Grünen ist vieles bewahrenswert. Die Leonore Gewessler ist eine meiner Meinung nach gute Umweltministerin, die viel zu wenig Unterstützung erhält. Die Alma Sadic könnte eine gute Justizministerin sein, wenn sie Unterstützung hätte. Im grünen Parlament gibt es gerade im Urschuss mit Tomaselli und Stöckmüller exzellente Abgeordnete, und das sind sicher nicht die einzigen. Da ist ja nach wie vor viel Potenzial da. Aber mit dieser politisch vollkommen korrumpierten Spitze, Kogler, Maurer, Wallner, ist nichts mehr zu machen.
Und irgendwann werden sich die Grünen entscheiden, ob sie wieder aus der ÖVP austreten und als eigenständige Partei vielleicht noch eine letzte Chance bekommen. Wenn es nicht schon zu spät ist, was ich nicht hoffe. Aber würde Sie das nicht noch einmal reizen, da bei den Grünen sozusagen hier eine, wie sagt man, Neubelebung oder eine Wiedergeburt mit anzuführen? Einfache Antwort, nein. Aus einem einfachen Grund. Mit einem der tollsten Teams meines Lebens ist es uns jetzt in 2 Jahren gelungen, mit zackzack.at die, Sie wissen, die erfolgreichste mediale Neugründung der letzten mindestens 10 Jahre in Österreich zustande zu bringen. Wir haben im Online-Bereich jetzt in Österreich 4% Reichweite und in Wien knapp 10%. Wir sind wesentlich stärker als Zeitungen, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Wir wachsen und wachsen und sind ein Erfolgsmodell, weil sich diese vollkommene Unabhängigkeit und dieser tatsachenorientierte Journalismus, nur die Tatsachen zählen, das zahlt sich wirklich aus. Natürlich juckt es mich manchmal, wenn ich mir denke, Jesus Maria, was da passiert. Und natürlich denke ich mir manchmal, jetzt würde ich gerne ans Rednerpult gehen und diesem Buberl-Kanzler einmal die Leviten lesen. Aber man kann nicht alles machen. Und momentan ist es wichtiger, ein Medium wie Zack Zack noch größer und erfolgreicher zu machen. Aber wenn aus den Grünen oder auch neben den Grünen was Neues, Interessantes entsteht, dann werde ich mir persönlich sehr genau überlegen, was ich da tun kann. Mhm. Vielleicht noch abschließend zum Thema der Grünen. Es ist ja derzeit eine der Diskussionen in dieser Koalition, die sehr heftig geführt werden, die Afghanistan-Krise und wie man damit umgeht. Erstens, ob man dorthin weiterhin abschiebt, Linie des ÖVP-Innenministers. Und zweitens, ob man Flüchtlinge aufnehmen soll aus Afghanistan in Österreich. Wie sehen Sie diese Debatte? Die ist absurd und beschämend. Wir beide kennen ja Universitätsprofessor Frank Höpfel, sicher einen der führenden Strafrechtsprofessoren, nicht nur in Österreich, international eine absolute Größe. Frank Höpfel hat als absoluter Experte ganz ruhig festgestellt, dass das, was der Innenminister in Richtung Afghanistan-Flüchtlinge von sich gibt und plant, möglicherweise das Delikt des Mordversuchs darstellt. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. So weit sind wir gekommen. Die wollen da politisches Geschäft machen. Das Geschäft lautet einfach, sag mal, es ist wie 2015 und es kommen Millionen Flüchtlinge auf Österreich zu. Nur nicht nur wir beide wissen, es stimmt ja nicht. Das weiß auch der Innenminister, weiß auch der Bundeskanzler. Im Gegensatz zu 2015 sind alle Grenzen dicht. Die afghanische Grenze, die iranische Grenze, die türkische Grenze, die griechische, die bosnische, die kroatische, die ungarische, alle sind zu. Es kommt niemand durch. Die Frage, die sich heute stellt, ist nicht, wie gehen wir um mit einer Flüchtlingslawine, weil die kommt nicht, sondern wie bringen wir die Menschen, und das sind zum Teil weibliche Mitglieder des afghanischen Verfassungsgerichtshofes, führende Frauenrechtlerinnen, hervorragende Pädagoginnen. Wie schaffen wir es in letzter Minute, sie aus den Kellern in Kabul zu holen, wo sie sich verstecken, und ihr Leben zu retten? Die Frage ist nicht, ob die bei uns illegal oder legal über die Grenze kommen, sondern ob sie überhaupt eine Chance haben, diese paar Leute aus Afghanistan rauszukommen, bevor sie von den Taliban an die Wand gestellt werden. Das Problem ist heute, dass Innenminister Nehammer bedauerlicherweise ein politischer Komplize der Taliban ist. Weil Politiker wie er dafür sorgen, dass sich die Taliban, die Menschen, die so denken wie wir in Westeuropa und die unsere freie Kultur auch unter Lebensrisiko in Afghanistan durchsetzen wollten, sich in den Kellern verstecken
nicht in sichere Länder wie Österreich kommen und es würde um ein paar hundert Leute gehen, um nicht mehr, und warten, bis sie gefunden werden und an die nächste Wand gestellt werden. Und dann sitzt der Innenminister Nehammer selbstzufrieden in seinem Büro in Wien und sagt, wir haben eine Flüchtlingswelle abgewehrt. Das ist menschenverachtender Zynismus und das ist eine mörderische Form der Politik. Und ich sage es Ihnen ganz offen, das ist eine Schweinerei. Das ist schlicht und einfach eine große Schweinerei auf Kosten des Lebens uns nahestehender, sehr, sehr wichtiger Menschen, die wir unbedingt retten müssen, weil nur mit diesen Menschen, wenn sich einmal in Afghanistan was ändert, überhaupt ein Neubeginn möglich ist. Wenn Leute wie Nehammer als politische Komplizen der Taliban so weitermachen können, werden alle umgebracht, die uns später einmal für einen Neuanfang in dieser Region fehlen. Abschließend will ich noch gern zum ORF kommen. Da gab es ja vor kurzem die ORF-Wahl. Roland Weißmann wurde zum neuen ORF-Generaldirektor gewählt. Auch ein Favorit des Kanzleramts bzw. der ÖVP gewesen. Fürchten Sie eigentlich um die fürchten Sie um die Unabhängigkeit des ORFs oder glauben Sie, die Redaktionen im ORF ist stark genug, um diese Interventionsversuche abzuwehren? Mein Gott, die Journalistinnen und Journalisten im ORF, und da gibt es ja viele gute, das wissen wir ja, die kämpfen schon so lange um ihre unabhängige Berichterstattung und zum Glück über lange Zeit auch so erfolgreich. Denen gebührt ja nicht unsere Kritik. Das Interessante ist ja, was an der Spitze jetzt wieder passiert. Das eine war klar, dass es Parteibuchwirtschaft gibt. Das hat es ja vorher auch gegeben, nur ist es unter der ÖVP viel härter und viel brutaler. Da geht es jetzt um die Säuberung und Gleichschaltung des ORF. Aber eine zweite Frage stellt sich, warum nimmt der Kurz, egal ob Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Verteidigungsministerium oder ORF-Spitze, immer das größte Würstel? Das ist doch eine spannende Frage. Und ich sage Ihnen, was das Geheimnis des Würstelprinzips von Sebastian Kurz ist. Ein selbstständiger Innenminister oder eine Landwirtschaftsministerin oder ein ORF-Generaldirektor würde vielleicht eigene Pläne haben und was Eigenes machen. Wenn ich Würstel nehme, dann weiß ich zweierlei. Erstens, der findet eh nichts anderes. Jedenfalls in dieser Preisklasse. Und zweitens, der ist zu 100% von mir abhängig und zu 100% loyal. Wenn Sie sich die Personalpolitik von Kurz anschauen, deswegen ist ja vieles in einem fürchterlichen Zustand, nicht nur in den Ministerien, dann sitzen ja überall an den Schlüsselstellen türkise Leute, die von nichts eine Ahnung haben. Weil die 100% loyal sind. Die machen zwar lauter Blödsinn, aber die machen lauter Blödsinn für die Partei und für den Führer der Partei. Und das ist das Einzige, was für Sebastian Kurz zählt. Loyalität und Kadavergehorsam. Und ich befürchte, dass das der neue ORF-Generaldirektor garantiert. Und deswegen mache ich mir größte Sorgen. Schauen Sie nach Budapest. Das ist genau dasselbe vor etlichen Jahren passiert. Da ist das Fernsehen ruiniert worden, das Unabhängige. Und heute haben sie nur mehr Orban-Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht, dass egal, ob ich Zeit im Bild aufdrehe oder Rateshow oder Berichte aus den Bundesländern oder möglicherweise irgendeine Talenteshow oder sonst irgendwas, ich ständig den Bundeskanzler sehe. Das wünsche ich mir nicht. Der ORF ist ein tolles Unternehmen mit sehr, sehr guten Leuten. Ich hätte gehofft, dass es mehr Menschen in Österreich gibt, die um dieses Unternehmen kämpfen. Aber das heißt, Sie befürchten, dass das jetzt zum Türkisfunk wird dort? Das wird der Parteifunk der ÖVP. Es wird möglicherweise noch Widerstand geben, aber es gibt so einen kritischen Punkt. Im Moment der Machtübernahme
Wäre es möglich gewesen oder 5 Minuten davor, dass im ORF alle aufgestanden wären, die journalistisch und unabhängig denken und gesagt hätten, nein, uns reicht's. Das ist nicht passiert. Das ist in Prag und in anderen Städten durchaus in vergleichbaren Situationen passiert. In Wien ist das nicht passiert. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt kann es für den ORF nur bergab gehen. Und weil der ORF Stück für Stück türkises Parteifernsehen wird, ist es umso wichtiger, dass unabhängige Medien, neue unabhängige Medien entstehen. Wenn die alten unabhängigen Medien an Kraft verlieren und zum Teil zugrunde gehen, müssen neue entstehen. Ja, natürlich wird zack, zack nicht den ORF ersetzen. Wir sind ja nicht größenwahnsinnig. Aber wir müssen schauen, dass wir in dieser großen Lücke der Unabhängigkeit in Österreich was Neues entsteht. Wir sind darauf angewiesen, wir kriegen kein Regierungsgeld, wir kriegen keine Presseförderung, gar nichts. Akademieförderung haben sie gekriegt. Das ist verbraucht, das Geld. Das war ein Startkapital, über das wir alle sehr froh waren. Das ist verbraucht, das Geld, und wir brauchen jetzt Mitglieder, die im Club zack, zack, mit 9,90 Euro im Monat uns die Unabhängigkeit sichern. Wir starten gerade eine Kampagne, dass wir möglichst viele Mitglieder kriegen. Wenn wir 5000 Mitglieder haben, kann uns kein Sebastian Kurz der Welt mehr wirtschaftlich abdrehen. Mit Klagen, mit Millionenklagen wie vom Herrn Benko, dem Kurz-Spezi, dem Immobilien-Dings da, ist es natürlich was anderes. Man wird immer wieder versuchen, Medien wie uns mit Millionenklagen schlicht und einfach kaputt zu machen. Da sehen wir uns vor Gericht wieder. Das werden wir auskämpfen. Aber diese Unabhängigkeit, gerade in Zeiten einer türkisen Übernahme des ORF, ist das Wichtigste für eine freie Republik Österreich. Da gibt es ja ein zweites Online-Medium, Express.at, das vor kurzem eine Geschichte veröffentlicht hat, dass zack, zack, kurz vor der Pleite stehen würde. Ich habe das schon einmal gelesen, das ist von so einem kurznahen Investor namens Schütz und der Tritzef, das macht, glaube ich, seine Frau und nicht er. Und die war, glaube ich, früher mal in irgendeinem Büro von einem der Kurzminister. Und die macht dann so botscherte Kanzlerinterviews. Das ist ein rührendes Produkt, wo man sieht, wo viel Geld ist, muss nicht immer viel Talent sein. Ich möchte sonst gar nichts dazu sagen, weil das ist diese Geschichte nicht wert. Aber solche Gründungen zeigen, dass die ÖVP nervös ist. Und sagt, wenn so etwas gefährlich Unabhängiges wie zack, zack entsteht, versuchen wir es mit einer Gegengründung. Sie sehen das als Gegengründung gegen Sie? Es wird es zum Teil sein, nicht nur. Aber wenn ÖVP-nahe Leute da Millionen versenken wollen, sollen sie es tun, das ist nicht meine Sorge. Aber Sie stehen nicht vor der Pleite mit zack, zack. Nein, um Gottes Willen. Der Quatsch interessiert mich nicht. Das ist nicht der Punkt, nein, natürlich nicht. Aber wir brauchen zusätzliche finanzielle Unterstützung, und zwar von tausenden unabhängigen einzelnen Personen, weil nur das Unabhängigkeit garantiert. Und wir werden Unterstützung brauchen, um Millionenklagen wie von dem Herrn Benko auch wirtschaftlich zu überstehen. Wir werden niemals eine Millionärszeitung werden. Wir werden auch niemals vor lauter Reichtum nicht mehr gerade gehen können. Wir werden uns unser Geld verdienen müssen. Und die Leute, die uns unterstützen mit sehr kleinen Beiträgen, meisten von ihnen, die tun das, weil sie uns vertrauen. Und nicht, weil sie glauben, uns kaufen zu können. Weil das ist das Entscheidende. Wenn die Menschen wissen, dass man uns nicht kaufen kann, dann sind sie immer öfter bereit, uns auch finanziell zu unterstützen. Und wenn die Menschen wissen, dass eine Investition in Pressefreiheit in Österreich nicht mehr als 9,90 Euro über den Club zack, zack pro Monat kostet, dann werden sich hoffentlich viele überlegen, ob es ihnen das wert ist. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen, weil es notwendig ist, dass es sowas gibt. Und ganz zum Schluss noch, wird es eine Fortsetzung des Buchs geben?
Ich glaube ja, und ich nehme an, Sebastian Kurz befürchtet ja, dass jetzt heißt Kurz ein Regime, aber da bahnen sich einige neue Kapitel an und da gibt es schon wieder vieles an neuen Recherchen in unserer Zack-Zack-Redaktion. Wir werden demnächst einiges Neues am Tisch legen und so wie es ausschaut, ist da genug Stoff über das Regime Kurz, dass man gleich noch ein Buch schreiben kann. Ich kann ja nichts dafür. Da sind die türkisen Herrschaften verantwortlich, dass sie so viel an Skandalen, so viel an Misswirtschaft, so viel an Machtmissbrauch produzieren, dass ich gezwungen bin, möglicherweise noch ein Buch zu schreiben. Wenn es notwendig ist, dann wäre ich dumm. Herr Pilz, es bleibt spannend. Wir werden Sie wieder einladen, wenn es dann soweit ist, oder hoffentlich in der Zwischenzeit auch schon. Machen eine ganz kurze Werbepause und dann ist gleich Shigufa Rafi zu Gast hier, und zwar bei Isabel Daniel. Es ist Afghanin, ist vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet, ist mittlerweile bestens integriert hier in Österreich und sie wird gleich sehr berührend und sehr emotional schildern, wie sie denn die Situation in Afghanistan erlebt. Sie hat nach wie vor viele Angehörige und Verwandte dort. Was ihrer Meinung nach das wirklich Schlimme an diesem Taliban-Regime ist und warum es so bitter notwendig wäre, ihrer Meinung nach dort zu helfen, und was sie dazu sagt, dass die österreichische Bundesregierung hier derzeit eine sehr harte Linie fährt und einerseits weiterhin nach Afghanistan abschieben will, sich aber andererseits auch dagegen wehrt, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Wird gleich ein sehr, sehr spannendes Interview mit Shigufa Rafi bei Isabel Daniel. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück.